dann wollen wir doch mal weitermachen und versuchen, das grüne Monster von Fenway zu bezwingen, also diese 11,3 Meter hohe Mauer hier, indem wir rauskriegen, mit welcher Anfangsgeschwindigkeit wir einen Baseball schlagen müssten, wenn wir ihn im 45, also im perfekten Winkel treffen würden, damit er genau oben auf die Spitze kommt. Weil wenn wir das wissen, dann wissen wir natürlich auch, dass wir mit jeder größeren Geschwindigkeit automatisch über die Mauer kommen würden. Wir hatten das letzte Video beendet mit dieser Formel hier unten. Und das Problematische ist ja jetzt, dass wir auf jeden Fall zwei Unbekannte haben. Wir kennen das T nicht und wir kennen ja das SE auch nicht. Also zumindest kennen wir die Werte von den beiden nicht. Aber wenn wir zwei Unbekannte haben, dann sagt uns die Algebra, brauchen wir zwei Formeln, damit wir daraus irgendwas Sinnvolles machen können und das ganze Gleichungssystem lösen können. Also gucken wir doch mal, ob wir das nicht haben. Und ich behaupte, das haben wir sogar. Weil dieses Sn, was wir hier oben aufgestellt haben, das war ja der Ortsvektor, den wir brauchen, um exakt hier oben an der Spitze anzukommen. Der besteht ja einmal aus der x-Komponente von, ich scroll mal ein kleines bisschen runter, der besteht ja einmal aus der x-Komponente hier unten von 96 Metern und aus der y-Komponente von 11,3 Metern, weil das ist ja genau das, was wir insgesamt schaffen müssen in Relation zu unserem Nullpunkt hier unten. Also heißt das ja, wenn wir uns erstmal vor Augen führen, wie das Ganze hier in Vektorenschreibweise aussieht oder in der Einheitsvektorenschreibweise, dann würde das ja bedeuten, wir hätten, ich gehe mal weiter zur Seite, wir brauchen ziemlich viel Platz. Oder ich glaube, es ist besser, wenn ich nach rechts scrolle, dann haben wir da oben die Formeln auch noch drauf. Machen wir es doch so. So ist doch schön. Also ich nehme jetzt die Formel hier nochmal und schreibe jetzt mal hier hin, wie die Formel aussieht, wenn wir die ganzen Werte einsetzen, die wir ja bereits haben. Also wir wissen, woraus sich unser Anfangsgeschwindigkeitsvektor zusammensetzt, nämlich aus seiner x, also aus seiner horizontalen und aus seiner vertikalen Komponente, also Vy und Vx. Und wenn wir die noch mit einem skalaren Wert multiplizieren, also mit der Zeit, dann brauchen wir einfach nur den skalaren Wert unseres Vektors, also in dem Fall einfach einfach diese Angabe von Wurzel 2 durch 2 mal Va, das ist ja auch ein Skalar. Das multiplizieren wir einfach mit dem t und schreiben hinten einfach noch den Vektor dran. Das heißt, wie sieht das denn aus? Also, wir fangen mal an mit dem x-Vektor, mit dem horizontalen Vektor. Der ist ja Wurzel 2 halbe mal die Anfangsgeschwindigkeit. Mal die Anfangsgeschwindigkeit, also der Wert der Anfangsgeschwindigkeit. Und jetzt noch mal t. Mal t. Und das Ganze ist ja von Va gesehen aus der Einheitsvektor. Na, ich nehme mal eine andere Farbe. Rot brauchen wir gleich noch. Nehme ich mal gelb. Das ist der Einheitsvektor ex von unserem Va hier oben. Also das ist einfach nur das Ganze hier, das Vx. Und darauf addieren wir ja noch. Ich sehe gerade, dass mein Thema wieder aussieht wie ein Plus. Ich mache es mal ein bisschen so. Und darauf müssen wir ja noch den y-Teil addieren. Also den Teil hier oben. Der muss da ja auch noch mit drauf. Und dann haben wir nämlich den ganzen Ausdruck hier unten ausgerechnet. Also ich schreibe es mal hin. Ich versuche wieder die Farben beizubehalten. Wurzel 2 halbe mal Va. Und nur falls es dich jetzt verwirrt, diese beiden Ausdrücke hier, Wurzel 2 halbe Va und Wurzel 2 halbe Va, sind wirklich nur deswegen gleich, weil wir einen perfekten Winkel von 45 Grad haben, bei dem halt Sinus und Cosinus auch genau gleich groß sind. Ansonsten wären die natürlich unterschiedlich. So, das ist ja unser y-Teil von Va gewesen. Den multiplizieren wir auch noch mit der Zeit und erhalten damit, wenn wir das Ganze mit dem Einheitsvektor auf der y-Achse addieren, multiplizieren, erhalten wir natürlich die y-Komponente von Va mal t. Also der ganze, ich markiere es lieber nochmal einmal zu viel oder einmal mehr, das ganze Zeug hier, was ich jetzt hier unterstreiche, ist einfach nur das hier. Okay? Das ist einfach nur die x-Komponente von Va mal t gerechnet, das ist der Anfang hier, und die y-Komponente mal t gerechnet, das ist der zweite Teil hier hinten. So, und dann haben wir ja noch, ich kann wieder ein Stück weiter drüber gehen. Dann haben wir hier unten noch plus 1 halb a mal Delta t. In Rot geht es weiter. Plus 1 halb mal a. Wir würden ja jetzt rechnen, 1 halb mal der x-Komponente und 1 halb mal die y-Komponente. Die x-Komponente von a haben wir schon rausgefunden, die ist ja 0. Wir haben keinen Luftwiderstand, also werden wir weder abgebremst noch irgendwie beschleunigt. Also haben wir nur die negative
Y-Komponente, also 1/2 mal minus 9,8. Na gut, schauen wir auch die Einheiten hin. Meter pro Sekunde zum Quadrat. Und das Ganze ja nochmal Delta T Quadrat, mal T Quadrat mal T Quadrat. Und das Ganze ist jetzt wieder die Y-Komponente von diesem Vektor hier. Also ich mache nochmal alles eine große Klammer rum. Zack, das ist die Y-Komponente. Ich soll es ein bisschen kleiner schreiben, das Y. Das ist die Y-Komponente von A. Und dann haben wir hier hinten ja noch übrig das plus SA. Und SA hatten wir auch geguckt, hat auch keine X-Komponente, aber eine Y-Komponente, weil wenn wir den Ball treffen, dann ist er ja bereits einen Meter über dem Boden. Das heißt, wir schlagen den Ball ja nicht direkt vom Boden aus. Das heißt, SA, der Teil hier unten, oder warte, ich kann natürlich, ich unterstreiche dir das hier unten auch nochmal extra. Die Farbe hatten wir, glaube ich, noch nicht. Der Teil hier ist das hier. So. Und dann bleibt nur noch das SA hinten übrig. Und das hat nur noch eine Y-Komponente, die nämlich 1 Meter ist. Plus 1 Meter. Und davon auch wieder nur die Y-Komponente. Mal den Einheitsvektor EY. Und ich habe dir das deswegen jetzt schon hier mit den Farben so kodiert, damit wir sehen, wir haben in dem ganzen Ausdruck haben wir jetzt hier eine X-Komponente und 1, 2, 3 Y-Komponenten. Die Frage ist natürlich, was hilft uns das jetzt alles? Wir können die hier nicht zusammenfassen, weil der hat eine andere Einheit als der und der hier vorne hat gar keine Einheit. Das heißt, wir könnten das nicht mal ausmultiplizieren und gucken, was da rumkommt oder irgendwie aufeinander addieren. Aber wir wissen noch eine andere Information und zwar die folgende hier oben. Ich kopiere uns die mal raus, dann kann ich da drüben besser runterscrollen. Also wir wissen ja das hier. Kopieren und einfügen. Ich mache uns das mal hier oben hin. So, dann kann ich jetzt nämlich hier rüber scrollen und noch ein bisschen runter. So, wir wissen, dass das ist ja das, was wir haben wollen. Also das ist ja auch unser SE. Das ist genau der Punkt, den wir zurücklegen müssen in X-Richtung 96 Meter und in Y-Richtung 11,3 Meter, um an diesem Punkt oben anzukommen. Das heißt, die X-Komponente von diesem Vektor und die X-Komponente von diesem Vektor müssten ja theoretisch genau gleich groß sein, weil das ist hier ja auch der Punkt, den wir genau haben wollen. Und zwar diesmal in Abhängigkeit von der Zeit beschrieben. Das heißt, dass das hier alles, der ganze EX-Teil von diesem Vektor, müsste ja eigentlich genau gleich 96 Meter groß sein. Das heißt, ich schreibe es hier nochmal links daneben. Wurzel 2 halbe mal VA mal T müsste genau 96 Meter groß sein. Und genauso, oder mit der gleichen Begründung könnten wir auch sagen, muss der Y-Teil hier, also das ganze Zeug hier, müsste so groß sein wie 11,3 Meter. Weil das ist ja die Y-Komponente, die wir auf jeden Fall brauchen, um über die Mauer rüber zu kommen. Das heißt, ich schreibe es mir diesmal andersrum hin, 11,3 Meter müsste genauso groß sein wie, so, und jetzt wird es natürlich ein bisschen mehr, Wurzel 2 halbe mal den Wert unserer Anfangsgeschwindigkeit mal t. Also ich nehme jetzt hier das y jedes Mal weg, weil wir ja wissen, dass wir uns jetzt hier gerade nur mit der y-Komponente beschäftigen. Du könntest es auch so sehen, ich habe sozusagen diesen Einheitsvektor ey aus dem Ganzen hier ausgeklammert und setze das jetzt mit dem ey von hier oben gleich. Nur um das nochmal ein bisschen genauer erklärt zu haben. So, das hier können wir schon einmal ausrechnen. 1/2 mal minus 9,8, den Wert haben wir schon oft gesehen, ist 4,9. Also können wir auch gleich abziehen, 4,9 Meter pro Quadratsekunde. Und hier ist es übrigens jetzt auch das erste Mal wirklich wichtig, dass man die Einheiten mitschreibt, damit du wirklich siehst, dass du hier nicht einfach alles aufeinander hättest addieren können, nur weil hinten ein Y steht, weil die Einheiten ja alle unterschiedlich waren. Also ansonsten hättest du ja eventuell aus Versehen diese einen Meter hier einfach damit drauf addiert, weil es halt beides EY ist. Aber das wäre natürlich nicht gegangen. Das Ganze multiplizieren wir noch mit T Quadrat und hinten dran kommt nochmal ein Meter. Das ist ja der Anfangsmeter gewesen, den der Ball schon in der Luft ist, während wir ihn treffen. So, das haben wir immer noch hier T drin und VA und hier haben wir auch noch T und VA drin. Aber wir können uns ja die leichtere der beiden Formeln nehmen, in dem Fall diese hier, und stellen uns die nach T um. Und dann können wir das, also wir können den ganzen Ausdruck hier, wir wissen ja jetzt, dass 96 Meter so viel sein müssen. Das heißt, wir können das ja auch anders umschreiben, indem wir sagen, T muss irgendwie anders groß sein. Das heißt, wenn wir einfach durch
den Term hier vorne teilen und haben dann einen anderen Ausdruck für unser T, für unsere Zeit, die der Ball in der Luft sein muss. Und das können wir dann hier rein substituieren oder einfügen. Und wissen dann, wenn wir alles ausgerechnet haben, dann haben wir einen Ausdruck noch mit einer Variablen, und zwar VA. Und dann kommen wir wohl auf den Wert, den wir brauchen. Gucken wir mal. Also, wir kümmern uns erstmal um die Formel hier links. Und zwar, was wir machen werden, ist, wir teilen durch Wurzel 2 halbe und nochmal durch VA. Das heißt, wir haben hier rechts stehen 96 Meter. So, wenn ich durch einen Bruch teile, ist das ja wie multiplizieren mit dem Reziprok. Das heißt, mal Wurzel 2 halbe. Und hier unten, das VA hat ja hier oben gestanden. Also kommt das jetzt nach unten. Ich habe mich natürlich gerade verschrieben, ich habe mich schon gewundert. Also wir wollen das Reziprok ja nehmen. Also wir haben 2 durch Wurzel 2 VA. Ja, VA wollte ich weiß schreiben. Wurzel 2 VA ist gleich T. Weil das T ist ja hier übrig geblieben. Ich habe nur die Seiten noch umgedreht. So, jetzt können wir mal gucken. Wurzel 2 halbe, 2 Wurzel 2 durch Wurzel 2 ist das gleiche wie Wurzel 2. Also haben wir hier noch 96 Meter mal Wurzel 2 durch VA ist gleich T. Also schauen wir es nochmal extra hin. T ist gleich 96 Meter mal die Wurzel aus 2, eine sehr berühmte Zahl, Wurzel aus 2 geteilt durch den Anfangswert unserer Geschwindigkeit. So, und das Ganze können wir jetzt hier oben einsetzen und gucken dann einfach mal, was dabei rumkommt. Müsste ja nur noch eine Formel sein mit einer Variablen. Und ich sehe gerade, ich werde mal. Nee, das werde ich nicht machen. Machen wir es lieber ein bisschen ausführlicher. Also, wir wissen, 11,3 Meter müsste genauso viel sein wie die Wurzel aus 2, davon die Hälfte, mal die Anfangsgeschwindigkeit, den Wert der Anfangsgeschwindigkeit. Und für t setzen wir unseren Ausdruck jetzt hier rechts ein. Also, 96 Meter. 96 Meter mal die zweite Wurzel, oder die Wurzel aus 2, besser gesagt, durch unsere Anfangsgeschwindigkeit. Und davon ziehen wir ab. 4,9 Meter pro Sekunde, Quadratsekunde, entschuldige, mal t zum Quadrat. Das heißt, wir nehmen all das, was wir jetzt hier schon hatten, und quadrieren das und multiplizieren das dann mit minus 4,9. Das heißt, wir haben 96. Ja, doch, 96 Quadratmeter mal Wurzel 2 zum Quadrat ist 2. Das wissen wir. Und das Ganze teilen wir durch das Quadrat der Anfangsgeschwindigkeit. Durch VA zum Quadrat. Und hinten dran schleppen wir immer noch unsere kleine 1 hier mit plus 1 Meter. So, dann wollen wir nochmal versuchen, das Ganze zu lösen. Also, wir rechnen jetzt mal schon mal minus 1 Meter. Das können wir auf jeden Fall schon mal machen. Dann haben wir hier links nur noch 10,3 Meter stehen. Und was haben wir hier? Können wir mal gucken, was da noch übrig bleibt. Wir haben VA kürzt sich raus mit VA. Wurzel 2 mal Wurzel 2 ist ja das gleiche wie Wurzel 2 zum Quadrat, ist also 2. Und dann haben wir oben eine 2 stehen, ich kann es ja mal einmal hinschreiben. Das kürzt sich raus und wird zu einer 2. Und dann können wir hier die 2 mit der 2 rauskürzen. Das heißt, auch wenn es am Anfang vielleicht nicht ganz so aussah, dass der erste Ausdruck sich schon mal ziemlich stark vereinfacht, einfach nur zu 96 Metern. Und davon wollen wir noch was abziehen. Und zwar haben wir hier noch Minus. Und das Ganze können wir ja mal ausrechnen jetzt. Das rechnen wir uns mal aus. Wir haben 4,9 mal 96 zum Quadrat. 96 zum Quadrat mal 2 ist gleich 90.317. 90.317. Und das Ganze teilen wir noch durch das Quadrat der Anfangsgeschwindigkeit. So, also jetzt sehen wir ja, wir haben nur noch eine. Oh, ich habe natürlich die Einheit hier oben vergessen. Die Einheit hier oben habe ich vergessen. Also wir multiplizieren ja Meter mit Meter zum Quadrat und teilen das Ganze noch durch Quadratsekunde. Das heißt, wir haben hier Meter hoch 3 durch Sekunde hoch 2. Das macht natürlich wenig Sinn. So, das sieht natürlich jetzt erstmal komisch aus hier oben mit dem Meter hoch 3 durch Sekunde zum Quadrat. Aber wir würden den ganzen Term ja theoretisch noch durch eine Angabe teilen, die Meter Quadrat durch Sekunde Quadrat beinhaltet. Das heißt, das würde sich ja auflösen zu einem Meter, irgendeine Angabe in Metern.
Und dann wird das ja wieder alles passen. Aber du wirst gleich sehen, das wird auf jeden Fall aufgehen. Wie machen wir denn weiter? Jetzt sind wir natürlich ziemlich frei, wie wir weitermachen. Ich würde sagen, ich rechne minus 10,3 Meter. Minus 10,3 Meter. Dann ist das hier. 96 minus 10 ist 86 und minus 0,3 ist 85,7 Meter. Und dann rechne ich noch plus dem Ganzen hier und rechne noch gleich mal VA zum Quadrat. Also dann steht das VA Quadrat hier und links steht nur noch das plus 90.317 Meter hoch 3 durch Sekunde zum Quadrat. So, dann können wir jetzt noch teilen, und zwar teilen wir durch 85,7 Meter. Und ich denke, jetzt wird man auch schon sehen, dass das mit den Einheiten wieder passt. Gucken wir doch mal, was die Zahlen sagen. Das können wir nicht im Kopf lösen. Also, wir haben 90.317 und teilen das durch 85,7 Meter. Durch 85,7 Meter sind 1053,9. 1053,9. Habe ich das richtig gemacht? Hier wollen wir nochmal gucken. 1000, ja, 1053,9. Und wir haben Meter hoch 3 durch Sekunde zum Quadrat, durch Meter. Also haben wir nur noch Quadratmeter durch Quadratsekunde. Und das ist genauso viel wie das Quadrat unserer Anfangsgeschwindigkeit. Und du merkst schon, wir nähern uns dem Ziel. Wenn wir jetzt noch die Wurzel ziehen, dann wissen wir, dass unsere Anfangsgeschwindigkeit wie groß ist. Unsere Anfangsgeschwindigkeit ist so groß wie die Wurzel aus diesem Ausdruck hier, die Quadratwurzel, ist gleich 32,46. Und wenn wir aus den Einheiten noch die Wurzeln ziehen, haben wir Meter durch Sekunde. Ich wusste doch, das musste doch passen. Sehr schön. So, und nur damit wir nochmal sehen, wenn man so viel Mathematik macht und viel umstellt und so weiter, dann vergisst man ja häufig, wo man eigentlich hin wollte. Unser Ziel war ja, genau das rauszukriegen. Wir wollten VA haben, also die Anfangsgeschwindigkeit, den Wert dieser Geschwindigkeit, dieses Vektors hier, mit der wir den Ball schlagen müssen, damit er genau oben auf der Spitze ankommt. Die Richtung kannten wir schon, weil die war 45 Grad. Wir sind davon ausgegangen, dass wir mit dem perfekten Winkel gegen den Ball gegenschlagen und die Kurve, die der Ball dann nimmt, also die hier. Naja, gut, das war nicht so schön. Nehmen wir mal so, so ungefähr. Die wird er also genau dann schaffen, oder wir werden das grüne Monster genau dann bezwingen, wenn wir wenn der Ball ein bisschen schneller ist am Anfang als 32,46. Also sagen wir einfach, er muss schneller sein als 32,5 Meter pro Sekunde. Ist das nicht faszinierend?